Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In dieser Folge von Schachtaktik beschäftige ich mich mit dem Doppelangriff. Der Doppelangriff ist wahrscheinlich, ich kenne jetzt keine genauen Statistiken, das häufigste taktische Motiv in einer Schachpartie. Wahrscheinlich kommt es in jeder Partie vor, zumindest in Gedanken, wenn man ständig mit einer Figur zwei gegnerische Figuren angreifen möchte. Das ist auch ein Teil der Definition. Doppelangriff heißt nichts weiter als ein Angriff einer Figur auf zwei gegnerische Figuren oder Felder. Ich habe einige Beispiele vorbereitet, um das zu demonstrieren. Eine Unterform des Doppelangriffs ist die Gabel. Und hier insbesondere die Springergabel. Die Springergabel verdient ein eigenes Video, deswegen werde ich mich mit der Springergabel in einem anderen Video beschäftigen. Hier in diesem Video mit dem Doppelangriff, meistens mit einer Dame, aber auch mit einem Bauern oder mit einem Turm oder mit, ja, wir schauen, welche anderen Figuren noch. Gehen wir direkt rein, das erste Beispiel. Hier hat Weiß gerade König F2 gezogen. Wir sehen, die Dame ist angegriffen hier. Wie kann Schwarz durch einen simplen Doppelangriff hier die Partie beenden oder weiteres Material gewinnen? Nein, weiteres ist übertrieben, er hat nur einen Bauern mehr im Moment, aber er kann ja die Partie beenden. Das Beispiel ist auch entnommen an der eigenen Partie. Schwarz spielt Dame D4 Schach, greift den König an auf F2 und gewinnt den Turm auf A1. Ganz einfaches Beispiel. Machen wir direkt weiter. Ihr könnt natürlich schön mitraten. Ich mache immer die Züge und sage dann, wer dran ist, und dann dürft ihr ruhig mitraten. So, hier hat Weiß jetzt Springer C2 gezogen. Und Schwarz ist dran. Und wo ist hier ein Doppelangriff, mit dem Schwarz Material gewinnen kann? Er hat dort einen Turm stehen auf B2. Hier steht ein König. Der Doppelangriff lautet König D2. Ja, auch der König kann zwei gegnerische Figuren angreifen. Natürlich, warum nicht? Und hier greift er den Turm auf C3 an, den Springer auf C2. Und da der Springer auf C2 auch schon vom Turm angegriffen ist, verliert Weiß hier weiteres Material. Er hat hier schon sehr, sehr viele Bauern. Weniger 4 Bauern hat der Schwarze hier für den Springer. Und der schwarze König hier sehr aktiv. Das ist übrigens auch alles aus einer eigenen Partie. Im Endspiel ist der König sehr stark und hier in diesem Beispiel gewinnt Schwarz Material. Machen wir das nächste Beispiel. So, hier spielt Weiß D4, das ist der letzte Zug. Schwarz ist dran. Hier müsst ihr ein bisschen rechnen. Ist nicht ganz so einfach, aber die Profis unter euch werden es wahrscheinlich sehr schnell sehen. Schwarz hat hier, ich gebe mal einen Tipp, einen doppelten Doppelangriff im Petto, mit dem er sofort die Partie entscheidet. Wie? Zuerst schlägt er mit dem Turm hier auf F3 den Läufer. Doppelangriff Nummer 1. Gegen König und Turm. Weiß muss natürlich den Turm schlagen. Und jetzt kommt eine Läufergabel auf G4. Läufergabeln kommen nicht so häufig vor. Aber in diesem Fall greift der Läufer den König und Turm an. Und in diesem Fall sprechen wir von einer Gabel, Läufergabel. Bei bestimmten Figuren wird nicht Doppelangriff gesagt, sondern eher Gabel. Und das ist zwar beim Springer, das ist das berühmteste Beispiel, Springergabel, Läufergabel und Bauerngabel. Wir machen noch eine Bauerngabel. So, hier nach Läufer schlägt G4, muss der König zurück, Läufer schlägt F3, Schach, König schlägt F3, Schwarz hat jetzt 2 Bauern mehr im Endspiel. Das ist auch aus einer eigenen Partie. Hier gewinnt Schwarz. Nächstes Beispiel, weil es so viel Spaß macht. D mal C5. Weiß ist dran. Hier sind wir ausgangs der Eröffnung nach 14. D mal C5. Und basierend auf welchem Motiv kann Weiß hier materiellen Vorteil erlangen? Hier müsst ihr auch ein bisschen rechnen. Ich sage jetzt nicht sofort die Lösung. Die stärkeren Spieler, gut, ob die das sofort sehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Für Anfänger ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil sie müssen etwas opfern. Ne? Anfänger opfern gerne Figuren, allerdings ohne es zu wissen, weil sie es übersehen häufig. Hier muss man es wissentlich tun. Turm schlägt E7. Ein schönes Opfer, Zwischenopfer. Jetzt, egal wie Schwarz den Turm nimmt, gewinnt Weiß durch die Bauerngabel Material. Dame schlägt E7, ist ein bisschen komplizierter, dann kommt D6, diese Bauerngabel.
Warum heißt es Gabel? Ja, es sieht so ein bisschen aus wie eine Gabel, ne? Es gabelt sich halt, ne? Dame schlägt D6, Läufer schlägt H7 hier. Das ist ein Abzugsschach, mit dem weiß die Dame gewinnt auf D6. Deswegen darf, das heißt darf nicht, so gewinnt Weiß halt, wenn Schwarz mit der Dame nimmt. Schwarz nahm in der Partie, das ist auch eine Partie von mir, mit dem Turm wieder. Jetzt kam D6, diese Bauerngabel. Der Turm muss zurück, D mal C7, wieder eine Bauerngabel. Aber hier kann Schwarz den Bauern schlagen, Weiß schlägt den Bauern auf B5 und hat am Ende Material gewonnen. Er hat hier, lass mal kurz schauen, Läufer und Springer gegen Turm. Läufer und Springer sind mehr wert als ein Turm, 6 Punkte, während Turm nur 5 Punkte wert ist. Und in der Praxis ist es so, im Profischach weiß man, zwei Leichtfiguren sind besser als ein Turm. Hab die Partie auch relativ leicht gewonnen. Nächstes Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel, wo ein Doppelangriff nicht auf zwei gegnerische Figuren kommt, sondern ihr werdet sehen, es ist eigentlich ein relativ einfaches Beispiel. Weiß zieht und gewinnt hier. Wie? Das ist ein Doppelangriff auf Figur und Feld. In diesem Fall, wir sehen auch, der schwarze König steht hier nicht gut, weil seine ganzen Felder um ihn herum geschwächt sind. Und das kann Weiß ausnutzen mit dem simplen Angriffszug Dame D4. Hier mit einem Doppelangriff auf den Turm. Würde der Turm nicht auf C5 stehen, könnte der schwarze König eventuell bei F8 weglaufen. Hier allerdings gewinnt Weiß entweder den Turm oder setzt den schwarzen König matt. Ein simpler Gewinn. Das ist ein Doppelangriff auf eine Figur und auf ein Feld, sagt man. Nächstes Beispiel. Wie viele Beispiele habe ich denn noch hier? Meine Güte. Oh, da müsst ihr ein bisschen rechnen jetzt. Läufer D4, das ist eine Partie von mir aus dem Jahr 2017. Erste Runde, da spielt man in der Regel gegen nominell deutlich schlechtere Gegner. Und hier habe ich basierend auf einem Doppelangriff hier mit einer kleinen Kombination den Materialgewinn erzwungen und dann auch seine Aufgabe. So, Läufer D4. Sieht schon krumm aus, muss man sagen. Stellt den Läufer auf die D-Linie. Weiß kann hier, ihr dürft das Video anhalten, wenn ihr selbst rechnen wollt. Es kam Turm AD1. Fesselt den Läufer auf D4, greift ihn zweimal an. Na? Das hatte natürlich mein Gegner gesehen, spielte hier C5. Aber die ganze Sache hat einen Haken. Er hatte nicht weiter gerechnet. Kandidatenzüge rechnen. Schlagzüge. Weiß schlägt jetzt hier. Schwarz schlägt zurück. Und jetzt kommt der einfache Doppelangriff. Dame B3 Schach, ne, und Angriff auf den Läufer auf B7. Doppelangriff. Verlust des Läufers, Schwarz gab auf. Nächstes Beispiel. So, müsst ihr hier rechnen? Ne, nach Dame A3. So, hier haben wir auch Doppelangriff Drohung. Ne, auf einen Punkt, auf eine Kombination aus verschiedenen Doppelangriffen hier. Schwarz ist dran. Ihr dürft das Video anhalten und gucken, ob ihr hier den Gewinn seht. Es ging weiter mit Dame B1 Schach. Hier war ich leider der Leidtragende, weil ich in Zeit und Mist gebaut hatte mal wieder. König G2 und jetzt kam Dame E1. Angriff auf den Bauern F2. Gleichzeitig greift die Dame den Turm auf A5 an. Dadurch ist meine Dame überlastet, weil ich den Punkt F2 decken muss. Dame E3, Dame schlägt A5. Also hier gibt es eine Kombination aus verschiedenen Motiven, auch Überlastung. Ja, den Punkt F2 muss ich hier denken, ansonsten werde ich matt gesetzt. In der Partie, was wäre nach Läufer F1 gekommen, fragen sich vielleicht hier einige. Hier kommt Dame E1, wieder das gleiche Motiv, Angriff auf den Punkt F2. Der Turm auf A5 ist angegriffen und wenn ich Dame A2 spiele, um beide Punkte zu decken, dann folgt E3, ganz einfach. Und F2 fällt und ich kann nicht nehmen auf E3, weil der F1 hängt, der Läufer. Auch ein so ein bitterer Moment in meiner Karriere. Weiter geht's hier. Schnell weiter. Habe ich noch was? Ja, jetzt habe ich noch zwei abschließende Beispiele für Doppelangriff, für sehr berühmte Beispiele eines Doppelangriffs in der Eröffnung. Gucken wir uns mal das folgende Beispiel an. Das folgende Motiv. E4, C5. Das ist sizilianische Verteidigung, Springer F3, D6, C3. Das ist eine Nebenvariante, müsst ihr jetzt nicht unbedingt kennen. Springer F6, greift den Bauern auf E4 an. So, Weiß ganz listig, macht jetzt hier Läufer E2. Warum macht er das? Hängt nicht der Bauer auf E4? Springer schlägt E4, was passiert? Doppelangriff, Dame A4 Schach, ein ganz berühmtes Motiv. In vielen Eröffnungsvarianten kommt dieses Motiv vor. Gab schon unzählige Partien, in denen eine der beiden Seiten
auf dieses Motiv hereingefallen ist. Es gibt natürlich gespiegelt, links und rechts, oben und unten, verschiedene Motive mit verschiedene Stellungen mit dem gleichen Motiv. Ne? Darauf müsst ihr in der Eröffnung wirklich gut achten. Noch ein Beispiel aus einer Eröffnung. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, spanische Partie, A6 und jetzt Läufer schlägt C6, Abtauschvariante. D schlägt C6, das ist hier die Theorie. Und hier greifen viele Anfänger zum Bauern E5 und schlagen ihn. Springer schlägt E5. Ist aber kein guter Zug. Denn nach dem folgenden Doppelangriff gewinnt Schwarz seinen Bauern wieder. Wie lautet der Doppelangriff? Ganz einfach. Dame D4 greift Springer und Bauer an und so bekommt Schwarz seinen Bauern wieder. Und nach Springer F3, Dame schlicht E4 Schach, Dame E2, kann Schwarz hier die Damen tauschen und hat eine völlig ausgeglichene Stellung mit leichter Tendenz zum schwarzen Vorteil, weil er hier das Läuferpaar hat. Übrigens, hier in dieser Stellung nach Springer schlicht E5 geht auch Dame E7, ist aber kein Doppelangriff. Ist so ein Röntgenangriff eher auf zwei Figuren und wenn der Springer wegzieht, auch hier ist das Beste Springer F3 und dann Dame schlicht E4 ist genau das Gleiche im Endeffekt. Aber Dame D4 gefällt mir besser, weil es den Doppelangriff viel, viel besser illustriert, weil ich greife zwei Figuren auf einmal an. Das ist übrigens eine sehr bekannte Stellung. Weiß sollte in dieser Stellung hier nach D mal C6 nicht den Springer, den Bauern auf E5 schlagen, sondern eher D4 spielen oder Rochade. Rochade ist hier der Hauptzug und jetzt fällt mir übrigens ein, D4, da habe ich eine Partie gezeigt letztens auf dem Kanal. Und zwar Lasker gegen Tarasch. 1907, WM-Kampf. Oder 1908. Meine Güte. Schon wieder vergessen. Das gibt's ja nicht. Genau. Da hat Lasker mit diesem Zug eine schöne Partie gewonnen. Schaut euch diese Partie nochmal an. Also nicht Springer schlägt E5. So, das waren meine Ausführungen über den Doppelangriff. Das häufigste Motiv. Die Beispiele selbst waren jetzt relativ einfach, denke ich, für so zwei, drei, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren. Aber der Doppelangriff ist wirklich das häufigste taktische Motiv. Und immer darauf achten während einer Partie, sind irgendwo irgendwelche Figuren ungedeckt beim Gegner? Kann ich sie angreifen? Kann ich gleichzeitig eine Drohung aufstellen? Die Dame ist natürlich die Figur schlechthin, die einen Doppelangriff ausführt, weil es die stärkste Figur ist und natürlich in alle Richtungen ziehen und sehen kann und dementsprechend auch am besten gegnerische Figuren attackieren kann. Wie ich schon erwähnte zu Beginn, zur Springergabel, was auch ein Doppelangriff ist letztendlich, weil eine Gabel ist ein Angriff auf zwei gegnerische Figuren, dazu werde ich nochmal ein Video zu einem anderen Zeitpunkt drehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, der Kanal gefällt euch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, holt es sofort nach, am besten mit einem Klick auf die Glocke und ihr werdet informiert, sobald hier etwas erscheint.